Tobi wir dürfen uns Meier, auf die Stiche entscheiden. Im Championat von Paderborn freuen. In diesem 1,50 Meter Springen, im Weltranglisten Springen. Es geht um nicht weniger als 30.000 Euro. 17 Paare konnten sich für das Stechen qualifizieren durch Fehlerfreiheit im Umlauf. Die beiden waren die allererste. Tobias Meier und Special One. Dieser 12-jährige Hannoveraner Hengst von Staccato. Gemeinsam mit Ihnen schauen wir uns jetzt einmal den Stichparcours an. Ich bin mir sicher, Tobi wird jetzt schon mal einiges riskieren und probieren, um hier vorzulegen. Das Stechen, das losgeht am Equiline Oxer Nummer 2 aus dem Umlauf. Dann geht es wie im Umlauf weiter, gilt es sich Nummer 3, die Sonne, als Steilsprung zu suchen. Dann Engwenden zu 5B, dem ehemaligen Aussprung der zweifachen Kombination, was den beiden hier sehr gut gelungen ist. Dann nochmal diese ganz weite Galoppierstrecke zum ehemaligen Hindernis Nummer 7, der Ochser, der Warsteiner Brauerei. Dann nochmal Engwenden in die zweifache Kombination, die ist geblieben. Als Doppelstahlkombination aus der ehemals dreifachen Kombination, dann wieder eine ganz lange Galoppierstrecke zu 9, die sich durch das Fehlen des Elements C der Dreifachen noch einmal erheblich verlängert hat. Und dann geht es nach Hause ins Ziel über 10 und dann hier 7 weitere Galoppsprünge zu 11 dem DKB Oxer. Und das war doch mal ein starker Auftakt. Starker Auftakt durch das Siegerpaar der großen Preise vom Hofgut Alpführen und Pferde. Tobias Meier und Special One. 0 in 42,37 Sekunden. Sie sitzen die 16 Teilnehmerpaare, die danach noch kommen dürfen, erst einmal passend unter Druck. Mit Nummer 6 für Australien.